Beobachtet man heute die moderne Arbeitswelt, so fällt auf, dass heute eines mehr produziert wird als alles andere. Fragen. Antworten auf die unterschiedlichen Fragen zu finden, war noch nie so einfach wie heute. Doch so bequem und effizient die Internetrecherche erscheint. Auch hierbei generieren sich elementare Fragestellungen. Was ist nun aber wirklich die Antwort auf meine ganz konkrete Problemstellung? Da werden Sie kaum Hilfen finden, geschweige denn in einer Art und Weise, wo Sie auch eine gewisse Gewähr für die Qualität der Antwort haben. Das heißt also, es gibt heute ein Manko und das kann kein Wikipedia und sonst jemand lösen, nämlich ich möchte auf meine ganz konkrete, komplexe Frage eine relevante, qualitätsgesicherte Antwort haben. Hier setzt das COMNET-System an. Es wurde vom Wuppertaler ASA-Institut in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Ende der 90er Jahre entwickelt und dann im Jahre 1999 flächendeckend in Nordrhein-Westfalen eingeführt. Zunächst am Beispiel von Arbeitsschutzfragen erprobt, wurde es sukzessive ausgebaut und beinhaltet heute Antworten auf Fragen der modernen Arbeitswelt. Hintergrund war, dass ich damals abzeichnete, dass in einem ganz bestimmten Feld neue Problemstellungen auf unsere Kunden, auf die Wirtschaft, auf die Akteure in den Betrieben zukommen. Wir als Arbeitsministerium, als Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales stehen für verschiedene, sehr komplexe Themenfelder. In der Arbeitswelt stellen sich heute Fragen von Beschäftigungsfähigkeit, von Arbeit und Gesundheit, von Arbeitsgestaltung und. Und unsere Kunden haben Fragestellungen, die relativ komplex sind. Und wir wollen und müssen ihnen Services anbieten, die denen weiterhelfen. Das heißt, COMNET verbindet den Anwender mit Expertensachverstand und bietet damit qualitätsgesicherte Antworten. Und das kostenlos. COMNET gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen, zu welchem Sachverhalt auch immer, zumindest von den Themenfeldern, in denen COMNET präsent ist. Und COMNET garantiert Ihnen, ich finde für dich einen schnellen Weg zu qualitätsgesicherten Antworten genau auf dein Problem. COMNET leistet ein zweites. COMNET stellt dieses Wissen nicht nur Ihnen als Fragesteller zur Verfügung, sondern bereitet es auf, sodass möglichst viele andere, die ähnliche Probleme haben, auch an dieses Wissen kommen und ermöglicht damit, solche Beratungsservices, solche Wissensservices hocheffizient anzubieten. Das heißt, Sie können die Wirkung Ihrer teuren Experten verzigfachen, indem Sie sagen, was einmal erfolgreich beantwortet wurde und sich bewährt hat, das stellen wir allen anderen in anonymisierter Form auch zur Verfügung. Wie funktioniert COMNET? Sie haben eine Frage zum Thema Arbeit. COMNET bietet hierfür eine komplexe Suchmaschine an, mit deren Hilfe Sie in bereits geführten Dialogen recherchieren können. Für den Anwender stellt sich diese Suchmaschine eigentlich wie Google dar, so wie es eigentlich jedermann kennt. Man kann einfach in einer ganz einfachen Suchmaske seinen Suchbegriff eingeben und bekommt, sofern die Frage beantwortbar ist und im Pool von COMNET enthalten ist, die Antworten präsentiert. Alternativ kann der Benutzer über die Taxonomie, sprich über verschiedene Kategorien, surfen und in diesen Unterkategorien suchen. Fragen, auf die es noch keine Antwort gibt, können Sie direkt, online oder telefonisch an COMNET richten. Sie erhalten so immer eine qualitätsgesicherte Antwort auf Ihre Fragestellung. Ihre Bewertung der Antwort hilft COMNET, besser zu werden. Was verbirgt sich hinter COMNET? Antworten generieren sich naturgemäß nicht von selbst. Vier Elemente prägen das Bild: regionale und themenbezogene Kompetenzcenter, ein Expertenverbund und eine Dialogdatenbank, deren Pflege ein zentrales Kompetenzcenter übernimmt. Und so geht es. Ein Kompetenzcenter nimmt die Fragen entgegen und gibt erste Hinweise für Antworten. Wichtig sind dabei auch die Vorkenntnisse des Fragestellers. Wenn Sie beispielsweise sich vorstellen, dass jemand ein arbeitsmedizinisches Problem hat, so ist es natürlich etwas völlig anderes, ob ich da einen Arbeitnehmer als Patienten berate oder aber einen Arzt berate, der schon ein enormes Hintergrundwissen hat und jetzt ganz spezielle Probleme dort mit hat. Die Frage wird dann an einen kompetenten Experten im COMNET-Expertenverbund weitergeleitet.
Ganz wichtig im kommenden System sind die Experten, die bei uns mitarbeiten, weil das letztlich diejenigen sind, die das Wissen haben, die ihr Wissen zur Verfügung stellen und die auch die Antworten geben. Und an diese Experten kommen wir auf zwei Arten ran im Wesentlichen. Das eine ist, dass wir offensiv auf bestimmte Organisationen, auf bestimmte Experten zugehen und sie ansprechen, ob sie nicht bei uns mitarbeiten wollen. Das zweite ist, dass die Experten auf uns zukommen, weil sie halt das System sehr gut finden und sie sagen, das finden wir gut, da möchten wir auch mitarbeiten, dort möchten wir unser Wissen zur Verfügung stellen und wir sie von daher aufnehmen. Und letztendlich haben die Experten auch selber etwas davon, dass sie bei uns mitarbeiten, weil sie halt durch die Fragen, die sie zu ihrem Gebiet gestellt bekommen, sich selber weiter fortbilden und auch natürlich dort mitbekommen, wo spezielle Problemschwerpunkte sind. Die Fragen, mit denen Comnet-Experten so konfrontiert werden, haben es im Regelfall in sich. Ralf Pieper, Sicherheitswissenschaftler an der Universität Wuppertal, ist einer von über 200 dieser Comnet-Experten. Die letzten Fragestellungen, die mich erreicht haben, bezogen sich insbesondere auf Fragen der Delegation von Rechten, das heißt von Rechtspflichten, das heißt, inwieweit kann ein Arbeitgeber seine Rechtsverpflichtungen im Bereich des Arbeitsschutzes auf andere übertragen? Und wenn ich es übertrage, wie rechtskonform muss denn das sein, um diese Übertragung auch selbst rechtssicher zu machen? Denn die zuständigen Behörden können ja auch mal in den Betrieb kommen, Gewerbeaufsicht und so weiter, und überprüfen, inwieweit diese Vorgaben auch tatsächlich dann in den Unternehmen eingehalten werden. Der Experte übermittelt die Antwort wieder an das Kompetenzcenter. Workflow-Technik unterstützt den gesamten Prozess. Diese Antwort wird erst einmal im Kompetenzcenter noch einmal aufgearbeitet. Es werden bestimmte Hilfestellungen angegeben, beispielsweise, dass wir auf Rechtsvorschriften direkt verlinken oder auf irgendwelche anderen Hilfsmittel, die wir zur Verfügung stellen, direkt verlinken. Und es wird grundsätzlich eine Qualitätssicherung durchgeführt nach dem Vier-Augen-Prinzip, sodass also keine Antwort herausgeht, die nicht qualitätsgesichert ist. In einer Zentrale werden die Dialoge auf ihre Nützlichkeit auch für andere hin ausgewertet, sofern erforderlich anonymisiert und dann in die Dialogdatenbank eingestellt und steht so anderen Fragestellern für ihre Recherche zur Verfügung. Comnet ist ein Erfolgsmodell. Die Fragesteller sind überaus zufrieden mit den erhaltenen Antworten. Das zeigt die Auswertung von über 1500 Kundenbewertungen hinsichtlich Antwortschnelligkeit, inhaltlicher Qualität und Verständlichkeit der Antwort. Und das annähernd konstant seit Jahren. Das Comnet-System ist nicht an ein Themenfeld gebunden. So wird es aktuell für ein Helpdesk im Themenbereich REACH-Verordnung eingesetzt. Die REACH-Verordnung ist für jeden neu, auch für Experten, die jetzt schon im Bereich der Chemikalien, Rechtsetzung über Jahre tätig geworden sind. In diesem Themenfeld kooperieren wir gemeinsam mit der Industrie, mit anderen Bundesländern, mit Bundesbehörden, bilden praktisch ein kooperatives Servicenetz, stellen unseren gemeinsamen Sachverstand in den Dienst von Services für diejenigen, die Fragen zu dieser Richtlinie haben. Und es gibt viele Fragen zu dieser Richtlinie. Arbeits- und Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen arbeiten gemeinsam mit dem Institut ASA zusammen an dieser Fragestellung. Das Besondere an unserem Beratungsinstrument ist, dass wir eine breite Kooperation von Behördenexperten und von Experten der Industrie haben. Alle Funktionen des Erfolgsmodells Comnet stehen selbstverständlich auch hier zur Verfügung. REACHnet ist genau genommen eine Kategorie innerhalb des gesamten Comnet-Systems moderner Arbeit. Und auf der Webseite von REACHnet.com wird ausschließlich diese Kategorie zur REACH-Verordnung dargestellt. Auch hier kann der Benutzer über weitere Unterkategorien sich also der Problematik der REACH-Verordnung nähern und dort recherchieren. Mit REACHnet und Comnet stehen dem Fragenden eine umfangreiche Wissensbasis zusammen mit einem kompetenten Expertenteam zur Verfügung, das in dieser Konstellation ohnegleichen ist. Und dieser kooperative Ansatz ist etwas, was es in Europa bis dato nicht gab und nicht gibt. Und von daher sieht mittlerweile, das muss man wirklich sagen, Europa sehr aufmerksam hier auf unsere Aktivitäten, die wir mit REACHnet in Nordrhein-Westfalen initiiert haben, bis hin zu den europäischen Verbänden, bis hin zur Europäischen Kommission, die das sehr aufmerksam beobachten. Kompetente Experten und erprobte Technik, das sind die Schlüsselfaktoren für diesen innovativen Beratungsservice. Nutzen auch Sie die Erfahrungen für Ihre Themenfelder, denn Fragen gibt es überall.
und sie werden mit Sicherheit nicht weniger.